Wow, 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 wow. Bevor es jetzt hier losgeht mit der ersten richtigen Ausgabe Weltendieb Podcast, habe ich noch jemanden zu begrüßen. Wir haben nämlich Verstärkung bekommen im Weltendieb Blog und im Podcast. Bei mir ist der Dominik, der sich heute Abend noch vorstellen möchte. Hallo wo Dominik. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Lass mich raus. Das ist so anders als sonst. Schön, dass ich dabei sein darf. Noch einer mehr im Weltendieb. Ja, ich bin Dominik, ich komme aus Wiesbaden. Dominik.liest auf Instagram. Ich habe da einen Bücherblog, den ich jetzt schon so ein bisschen länger mache, und ich werde auf dem Weltendieb ein bisschen ausführlicher die Bücher besprechen, die ich dann auf Instagram so präsentiere. Das ist so die Idee dabei, ne? Weil ich doch schon merke, auf Instagram bin ich sehr glücklich, wenn mal jemand liest, was so unter den Bildern steht, und wenn, darf es nicht so lang sein. Und das kann dann jetzt auf weltendieb.com ein bisschen ausführlicher gemacht werden. So ist das. So ist das. Du machst sonst auch Podcast, nämlich mit mir und mit Romina. Was? Ja, was? Könnte sein. Irgendwie Hallo, mein Name ist Troy McClure. Vielleicht kennen Sie mich aus Shows wie Biblioholics oder Cineholics. Genau. Das ist zum einen Biblioholics mit Chris, dem da. Und da sprechen wir über Science-Fiction-Klassiker, also in geschriebener Form. Und das andere ist Cineholics. Da spreche ich mit Romina über Science-Fiction-Klassiker in filmischer Form. Hm. Ne? Wahnsinn. Und bei der nächsten Folge Weltendieb bist du dann auch mit dabei. So wird das passieren, glaube ich. So wird das passieren. Hast du schon ein Thema, womit du dich jetzt die nächste Zeit beschäftigen wollen würdest? Oh, ich habe ganz viele Sachen. Ich habe zum einen natürlich jetzt irgendwie Stanislav Lem für mich entdeckt. Das könnte daran liegen, dass wir darüber in Biblioholics sprechen werden. Ich weiß es nicht. Ich habe mir mal wieder einen Jules Verne gekrallt, was auch kein großer Zufall ist, weil irgendwie habe ich davon jetzt auch schon einige auf dem Blog. Und ich habe zwei, drei Bücher von relativ neuen Autoren mal jetzt zugeschickt bekommen. Vielleicht stelle ich auch davon was vor. Kommt ein bisschen drauf an, wie die mir gefallen werden, denn ich habe mir vorgenommen, auf dem Weltendieb keine Bücher zu zerreißen. Also wenn ich was überhaupt gar nicht gut fand, dann werde ich es einfach nicht erwähnen. Ja, mal schauen. Weiß ich noch nicht. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das ist so ein Vorsatz für mich von des Jahres 2022. Ich habe keinen Bock mehr auf Negativität. Ja. Ich hab da echt keinen Nerv mehr für. Ja, und daher ist vielleicht dann ein bisschen mehr Richtung Fanboy-Kritik, aber ich glaube, das macht mir mehr Spaß dann auch. Ja, ich glaube also, auch. Ja, ein bisschen Positivität, das ist wirklich gut. 2022, Positivity, jawohl. Und dann zurück zu mir, zur eigentlichen ersten Folge Weltendieb. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, und den Dominik und mich hört ihr dann dementsprechend in der nächsten Folge Weltendieb. Viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao. Zur zweiten Ausgabe des Weltendieb-Podcast. Heute mit der ersten inhaltlichen Folge. Heute in verkleinerter Runde, denn wir haben Gundel auf den Weg hierher verloren. Nee, das wäre falsch zu sagen. Die Gundel ist heute nicht mit dabei. Vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei. Aber heute in die Runde gefragt, wer ist denn alles da? Ich sehe da an den Podcast-Mikrofonen den Sven Fässer. Hallo Sven. Moin. Den Mario Stas. Hallo Mario. Hallo. Und ganz weit im Süden, über die deutsch-österreichische Grenze hinweg. Hallo Florian. Servus miteinander. Servus miteinander. Ja, meine Herren, wie geht's euch? Seid ihr gut reingestartet ins neue Jahr? Nein. Nein. Wieso nicht? Was ist los? Verdacht auf Corona Anfang der Woche hat sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt, aber trotzdem erkältet. Also das Jahr 2022 hat euch mit voller Begeisterung in seine Arme geschlossen. Ich bin dauermüde. Sowieso. Ich bin auch total müde. Ich brauche Urlaub, Leute. Ich bin jetzt eine Woche wieder auf Arbeit und ich brauche schon wieder Urlaub. Ja, so geht's mir auch. Du warst im Homeoffice, Mann. Ja, naja, aber davor hatte ich Urlaub. Was wollen wir heute machen? Wenn wir inhaltlich über Bücher sprechen, haben wir uns so eine kleine, feine Struktur ausgedacht, indem wir Stück für Stück durchgehen, was uns so aktuell literaturtechnisch beschäftigt. Da ist unser erster Punkt der Stapel ungelesener Bücher. In dem Punkt werden wir darüber sprechen, was aktuell so bei uns auf der Leseliste steht und was wir in der nächsten Zeit so angehen werden. Im zweiten Punkt werden wir über Neuzugänge sprechen, das heißt Neuzugänge in unserer Sammlung oder in unseren Bücherregalen, die wir uns jetzt aktuell
aus dem Sub herausgekramt haben und wirklich auf den Nachttisch legen. Im Thema Raubzüge reden wir über Currently Reading, würde man das bei Goodreads nennen. Wir sind auch, glaube ich, alle bei Goodreads, oder? Ja, ne? Alle sind da. Mhm. Wenn man uns da finden möchte, kann man das gerne tun. In den einzelnen Vorstellungsartikeln zu den Redakteuren ist dann auch immer der Goodreads-Account verlinkt. Also darüber findet ihr das dann. Ja, genau. Was wir aktuell lesen und dann im Punkt 4 und damit großen, großen Punkt ist der Diebesgut-Punkt. Da geht es darum, welche Bücher wir aktuell fertig gemacht haben und welche wir euch vielleicht auch ein bisschen näher bringen wollen. Meine Herren, kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt. Was habt ihr zurzeit so auf eurem Sub? Ich momentan irgendwie nicht so wirklich was, glaube ich. Warum eigentlich nicht? Du warst ja total begeistert jetzt mit den ganzen Brian Herbert, Frank Herbert Sachen. Ich habe die Schlacht um Corrin versucht zu re-readen. Das sind ja die Prequels. Und habe dabei festgestellt, in meiner Erinnerung waren sie gut, aber auch nur da. Dementsprechend sind die Prequels von Frank Herbert, Brian Herbert und wie sie alle heißen, direkt wieder rausgefallen. Ich kann mich da auch nur noch ganz vage dran erinnern und fand gerade die Schlacht von Corrin echt anstrengend. Also. Aber das ist ja ähnlich so bei Asimov oder sowas, da ist das ja bei Foundation auch so, dass die Prequels und die Nachgeburten dann in der Qualität ein bisschen nachlassen. Naja, sagen wir mal so, es hat natürlich seine Gründe. Es fängt ja schon an, wenn ich ein Prequel lese, dann erwarte ich jetzt nicht unbedingt, gerade wenn es auch ein Autorenpaar ist, was nicht Frank Herbert heißt, ich erwarte jetzt nicht die Qualität, die Herbert geliefert hat, ne? Mit dem Figuren-Insight und so weiter. Und ich erwarte jetzt auch nicht, wenn sie ein Prequel bringen, dass sie Fehler, die Herbert gemacht hat, gleich auswetzen. Sicher nicht. Aber ich erwarte doch zumindest eine gewisse schriftstellerische Konsistenz des Universums. Jetzt spielt Schlacht von Corrin circa 10.000 Jahre vor Dune, der Wüstenplanet. Kann ich akzeptieren. Es fängt an wie ein 0815 Science-Fiction-Roman, gleich mal mit einer Raumschlacht. Okay, kann ich akzeptieren. Wo es mir richtig wehtut, und da bin ich vielleicht durch Perry Rhodan komplett verwöhnt, keine Größenangabe zu den Schiffen, keine Angabe zur Entfernung zwischen den einzelnen Planeten, zumindest die Flugzeit wäre interessant gewesen, keine Angabe zur verwendeten Flugtechnik, ist es ein Überraumsprung, ist es ein Überraumflug, nichts, gar nichts, und keine Angabe zu den Größenverhältnissen der Schiffen. Da wird halt ein bisschen gekämpft und ein paar tausend Leute sterben, das war's, toll. Ja, das, geil. Das merke ich aber mittlerweile auch, wenn ich so andere Sachen lese, da sind wir von Perry echt ein bisschen verwöhnt. Ja, aber zumindest wenn es für oder die versaut. Handlung... Oder versaut, ja. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich würde sagen, das sind aber elementare Sachen. Das habe ich damals bei Warpcore ja auch bei der Rezension von Bernd Perplis am Abgrund der Unendlichkeit bemängelt und er hat mir schlussendlich zustimmen müssen. Wenn ich eine Raumschlacht beschreibe, dann brauche ich zumindest rudimentäre Daten. Ich brauche vielleicht ein, zwei Aussagen zur Größe der gegnerischen Schiffe. Ja? Und ich brauche vielleicht dann, wenn es für den Plot relevant ist, eine Aussage über die Geschwindigkeit und die Entfernung. Ja, vor allen Dingen brauchst du so ein gewisses Gefühl von Raum und Zeit, also Raumzeit, Größeneinheiten, Anzahl der Schiffe, Position der Schiffe zueinander und das halt gerade in der Raumschlacht übersichtlich zu schildern, das ist halt auch... Ich meine, wir wissen, wie oft das bei Perry Rhodan in die Hose geht. Natürlich. Und jetzt gehen wir nochmal zu Dune ganz kurz zurück. Was ist denn das Relevanteste an Dune, was überhaupt das Universum so in seinen Grundfesten erschüttert hat? Doch die Tatsache, dass man keine Raumschiffe mehr durch den Hyperraum schicken muss, die springen jetzt einfach, ja, statt zu fliegen. Sie sind in Nullzeit von A nach B, dank der Gilde. Ja, genau, die falten den Raum und dann flutschen die da durch. So, genau das bedingt doch, dass einer der wichtigsten Plotpunkte, wenn ich schon ein Prequel mache, ist, dass ich schildere, wie verflucht lange dauern die Raumflüge zwischen den Planeten vorher. Nichts, gar nichts. Ob jetzt die Handlung sich über die ganze Milchstraße erstreckt oder ob da zwei Lichtjahre zwischen den Planeten sind, nichts. Und das ist einfach lazy writing und das ist, nö, da habe ich das Buch so nach 20 Kapiteln aus der Hand gelegt und nö, liest er nicht weiter, interessiert mich nicht mehr. Das habe ich jetzt aktuell sehr genossen bei Hydrogol. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von Markus Gersting, die Romane. Mhm. Wir hatten da aktuell mal was dazu gemacht und da habe ich mal in den ersten Band oder in den ersten Roman reingeschaut. Und der hat das sehr beeindruckend gemacht. Der hat nämlich diese Auswirkungen der Distanzen zueinander und wie lange halt Raumreisen da dauern, haben halt auch
eine Auswirkung. So, das heißt also, wenn eine Nachricht von A nach B geschickt wird, dann muss das auch erstmal über diese ganze Zeit dahin kommen. Das hat mich halt echt beeindruckt, da, dass die Mechanik da so kleinteilig und halt auch in so Nebensächlichkeiten mit drin ist. Das fand ich schon echt cool. Aber wenn der eine da mit dem anderen telefonieren wollte, war das immer ein totales Problem, weil die Nachricht halt einfach mal Monate unterwegs gewesen ist. Das hatten sie in Periroda nicht anders. Wenn es für den Plot wichtig war, ein Kurierschiff von Erde, Arkon, braucht halt ein paar Tage. Ja, klar. Eine Hyperraumnachricht dauert ein paar Stunden trotz Hyperraum durch die verschiedenen Relais. Ja, und sowas sind halt elementarste Sachen. Und wenn ich da schon handwerkliche Fehler sehe, nein, dann ist es einfach nicht gut geschrieben. Das mag sein, dass mein damals 20-jähriges Ich da oberflächlicher war und deshalb die Romane recht ordentlich fand. Ja, nicht überragend oder gut, aber solide. Ja, aber sie, aber das befriedigt mich heute nicht mehr. Sie bedienen ja auf jeden Fall den Fanservice, den du haben willst nach den ersten paar Geschichten. Ja, eben, den bedienen sie ja nicht. Ja, ist schon ein Teil. Mich nicht. Okay, und, schade. Ja, danach habe ich jetzt irgendwie noch nicht den Griff gefunden, mir irgendwas Neues vor die Flinte zu legen. Außer natürlich die aktuellen Perrys, ne? Na gut, die werden halt mit so weggelesen, ne? In letzter Zeit nicht so, aber ich glaube, da können wir mal eine Sondersendung zu machen, weil ich finde den aktuellen Zyklus, sie wiederholen genau den letzten, sie fahren es gerade richtig episch gegen die Wand. Ich denke, da werden wir später noch darüber sprechen, weil wir wollen ja heute auch noch ein bisschen über Periroden, die aktuelle Handlung oder die erste Hälfte besser gesagt, reden. Ich glaube, da werden wir alle ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein, aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich würde gerne deine Argumente hören. Sven, was hast du denn aktuell noch so auf deinem Stapel der ungelesenen Bücher? Tja, wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, dann würden wir heute nicht fertig werden, aber wir haben Zeit. Zumindest so das, was ich mir vorgenommen habe, in nächster Zeit dann mal irgendwann anzugehen, ist einmal Berg der Macht von Robert Corbus. Der liegt jetzt schon länger rum. Und Fantasy habe ich jetzt auch schon länger nichts gelesen. Dementsprechend ist der relativ weit oben. Dann die 13,5 Leben des Captain Blaubeer von Walter Mörs. Zu dem ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht weiß, was auf mich zukommt. Aber gerade das finde ich irgendwie spannend. Und so das dritte, ja, stimmt nicht ganz, also noch zwei, die wichtig sind. Einmal die Kosmoschroniken Teil 2, also von Alaska Sedler. Band 1 mit Reginald Bull habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Jetzt ist der zweite Teil demnächst dran. Und gerade heute bestellt und hoffentlich dann bald da, und das ist eher so ganz weit oben auf dem SUB, ist Phileasson Teil 10. Oh ja, geht ja gerade raus. Elfenkönig, genau. Also wir nehmen das heute, welcher ist heute? 13., gell? Am 13.01. Ja. auf, und ich glaube, jetzt war vor kurzem Release Day, gestern oder vorgestern? Ja, genau. Und ich habe heute bestellt. E-Book oder Hardcover? Nee, die stehen in ganz dicker Version in meinem Regal, dementsprechend Hardcover. Stark. Also auf meinem Stapel, also das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Auszug. Der Stapel ungelesener Bücher ist weit höher, aber als nächstes kommt das Silmarillion von Tolkien. Nachdem ich mir das anfänglich einmal als Hörbuch gegeben habe, möchte ich jetzt noch die Leseerfahrung eingehen. Dann die Geschichten aus Mittelerde, auch von Tolkien. Die Kosmoschroniken über Bulli, die liegt auch noch da, halt in digital. Und nachdem ich mich durch den ersten Nebula-Sammelband in XL durchgepflügt habe, wie es mir an und für sich nur anfänglich bei der Stardust-Miniserie aus dem Periroden-Universum ging, habe ich mir jetzt den Nebula-Sammelband XL2 noch zugetan. Und somit dürften eigentlich die ersten 3 Monate des Jahres mit Lesen eingedeckt sein. Hilf mir mal ganz kurz, der Sammelband XL, was ist denn da der Unterschied zwischen den Normalsammelbänden? Weil der Thomas hatte mir ja mal ein paar Sammelbände geschickt von sich. Naja, da waren die immer Sammelbände, 5 Dinger drin. Genau, und in den XL-Sammelbänden, also jetzt einmal im ersten Sammelband XL, sind die Bände 1 bis 16 drin. Okay. Und im XL2 sind die 17 bis zur 30. Ist da denn auch die ganze Serie dann verfügbar in dem Sammelband, oder? Wir sind jetzt, glaube ich, mit der Nebula-Serie bei
Band 70, wenn ich richtig bin, oder hat er schon die 71 released? Weiß ich gar nicht, bin nicht auf Stand. Meinem Wissen nach gibt's derzeit 6 XL-Sammelbände, die aber je weiter mir an die aktuelle Handlung beziehungsweise an den aktuellen Band hinkommen, umso weniger Bände beinhalten die. Beziehungsweise okay. Gibt's 4 XL und dann gibt's noch 2 Sammelbände. Also nicht festnageln. Ihr müsst jetzt dezidiert auf Amazon nachschauen, aber es gibt 4 XL-Sammelbände. Und es ist auch immer noch so, dass die Amazon exklusiv sind, gell? Derzeit macht das noch so, ja. Ist die Frage, ob er sich jetzt dann dazu umentscheidet, dass er das auch als EPUB anbietet oder ob er Amazon exklusiv bleibt. Ja gut, da würde er wahrscheinlich einfach aufs Geld achten, nur so der liebe Thomas. Wenn es für ihn, ich meine, gehört zu haben aus einer anderen Podcast-Folge oder aus 2 anderen Podcast-Folgen, dass das für ihn einfach so am besten funktioniert und über Amazon das Thema für ihn am einfachsten ist mit dem Vertrieb und auch es gibt ja Menschen, die stehen bei Büchern ausschließlich auf die analoge Variante, sprich Papier, da würde Amazon einfach den besten Service anbieten bei On-Demand Printing. Das ist ungefähr wie bei Apple, wenn es funktioniert, warum soll ich was anders verwenden? Ja, wahrscheinlich. Gibt's die XL eigentlich auch als Print-on-Demand? Nee, die XL gibt's nicht. Das hatte ich jetzt extra mal geguckt, weil er mir gesagt hatte, dass er die ersten Bände nochmal überarbeitet hatte. Mhm. Dann hatte ich auch geschaut, ob es die XL als Print gibt. Die sind ja bei 12 oder 1300 Seiten. Ja, das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Und das Papier, das eher, ich glaube, da kann sogar der Autor sagen, welches Papier und so. Und das wird dann vermutlich aus einem XL würden wieder 2 normale Bücher werden. Also wäre sie wieder widersinnig. Ich glaube, das wäre dann auch irgendwo unhandlich mit dieser Leimung, mit dieser POD-Leimung. Die sind ja auch schon so sehr mächtig. Also die Sammelbände an sich sind ja auch schon schwer. Also ich weiß nicht, ob das so cool wäre, wenn die Sammelbände XL. Ich glaube, das ist so eine E-Book-Domäne dann. Also es gibt 6 XL-Bände. Ja. Nur. Ja, also Nebula habe ich auch noch auf meinem SUB. Der liegt aber jetzt aktuell nicht ganz oben, weil irgendwie zurzeit noch andere spannende Sachen. Lass es, Chris. Leg ihn nicht ganz nach oben hin. Es ist, ich muss ganz sagen, es ist furchtbar. Kokain. Furchtbar, wie es einen reinreißen kann. Es ist echt ein Wahnsinn. Und also ich muss sagen, ähnlich wie mit diesem, ich meine, ja, anfänglich habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber so ab Band 3 und 4 hat es mir nachher so in die Story reingezogen. Also ein ähnliches Leseerlebnis und ein ähnliches Suchterlebnis habe ich wirklich, wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre hernehme, meiner Lesehistorie, war es wirklich, also im letzten Jahr ist mir nur bei Stardust Miniserie von Perry Rhodan so gegangen, dass ich wirklich so durchgesuchtet habe. Ja, ich glaube, Mario, du und ich, wir hatten damals auch dieselbe Leseerfahrung. So der Anfang war so ein bisschen holprig, ne? Mm. Aber dann irgendwann hat es uns gut gekickt. Also ich habe den Sammelband 2 und 3 mir auch noch als Print-on-Demand geholt, weil ich brauche neue Klolektüre und die Kapitel sind halt super genau für einen Klogang lang. Also es wird später werden es längere Kapitel, ne? Aber die anfänglich kurzen Kapitel sind halt so unheimlich passend. Entschuldigung, lieber Thomas. Aber es ist ja egal, wo man liest. Hauptsache man liest. Und so retrospektiv betrachtet, es ist eine schöne Leseerfahrung. Ich werde auch sicherlich das meiste davon weiterlesen. So sehr gesuchtet hat es mich jetzt Gott sei Dank nicht. Es kommt halt, wenn man es mal ein bisschen retrospektiv betrachtet, sehr stark darauf hinaus, dass er, ob bewusst oder unbewusst, doch in vielen Bereichen die Anfangszeit der Perry-Serie kopiert. Ja, das wächst sich aber relativ schnell aus, glaub mal. Liest mal, wenn du da ein bisschen weiter liest, dann merkst du ganz schnell, dass er da eigene Ideen entwickelt. Ab Band 8, 9 wird's echt noch besser. Aber so die ersten 6, 7 Bände, er hat sich doch arg an den Perrys orientiert, was jetzt an sich nicht schlimm ist, ne? Bitte nicht gleich negativ verstehen. Alles klar. Ja gut, wenn ich jetzt nicht in Perry Rhodan und Mythos und Kautarchen drin hängen würde, dann wäre wahrscheinlich Nebula die Droge der Wahl. Also da wäre wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass nichts mehr da ist zum Lesen, dass er nicht schnell genug mit dem Schreiben hinterherkommt. Das ist ja dann immer das Schlimmste. Deswegen, und genau das muss ich jetzt ganz kurz unterbrechen. Das macht für mich genau den Reiz aus. Also ich tue mir unheimlich schwer, auch wenn der Mario mir
so gewisse Wegpunkte bei Perry zeigt. Es ist immer noch die Mächtigkeit dieser 3150 Bände, die immer irgendwo im Hinterkopf und im Hintergrund schwebt. Für mich jetzt. Da ist die Nebula-Reihe mit den derzeit 70 oder 71 Bänden übersichtlicher. Ich kann das noch von Anfang bis Ende durchlesen und komme dann in einen Rhythmus rein, wo ich sage, gut, okay, jetzt geht's wieder ein halbes Jahr und dann bringt der Thomas das nächste Exemplar raus. Bei Perry auch, trotz der Unterteilung in diese 50er oder 100er Zyklen, fällt mir persönlich das denn schwer, aber das ist wieder mein eigener Anspruch. Ich hätte gerne alles gelesen. Aber wenn ich gerne alles gelesen hätte, dann mache ich jetzt 3 Jahre nichts anderes außer Perry von 1 bis dann 3200 lesen. Das schaffst du in 3 Jahren nicht. Gesetzt den Fall, dass du jeden Tag ein Heft lesen würdest. Ja, wärst du... das war jetzt ein sehr optimistisches Ziel. Ja. Nee, ja, also für mich ist das, auf der einen Seite macht mich das rasend, dass ich das nicht alles haben kann. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber sehr beruhigend, dass du niemals an einem Ende ankommst irgendwie. Ja, so, weil das sehe ich auch so. Das ist so ein panisches Problem bei mir, wenn du so einen richtig geilen Roman hast. So. Ich hatte es zum Beispiel wieder bei Die Elfen. Ne? Und als ich Die Elfen das erste Mal gelesen habe, dann gab es die Nachfolgebände noch nicht. Und dann gab es die Elfenritter noch nicht. Und dann gab es noch kein weiteres Futter von Hennen. Da hast du dir gedacht so, ey, fuck, was machst du denn jetzt? So, und dann musst du dich halt wieder mit irgendwelchen Sachen, die in der Stadtbücherei rumgegammelt sind, die keiner angefasst hat, rumschlagen, bis du halt wieder das neue Buch kriegen kannst. Und das will ich nicht nochmal erfahren. Das war ganz schlimm für mich. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Ja, mein Sub ist dieses Jahr relativ eng gestrickt, weil wir ja durch Podcastplanung und Warpcast und Biblioholics ein eng gestricktes Korsett haben, was wir gerne machen wollen. Wir haben dieses Jahr Stanislaw Lem auf dem Zettel. Wir haben Kurt Laßwitz auf dem Zettel. Wir haben Mor Yokai, es ist ein ungarischer Science-Fiction-Autor, den ich mir reinfahren möchte. Der liegt schon auf meinem imaginären Sub. Dann, ja, der Mythos-Zyklus, der restliche, ich bin jetzt Mitte der 70er, der liegt jetzt noch bei mir auf dem Sub. Dann demnächst, ne, das wird es ja auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, Anfang März kommt raus die Atlantis-Miniserie, wo ich mich schon sehr drauf freue, wo ich sehr Bock drauf habe und schauen will, was Ben da abliefert. Down below the ocean. Obwohl mir, ja. Obwohl mir sein erster Vega-Auftritt, ja. Ihr wisst, was ich meine. Den das, Band 2. Ich bin sehr gespannt. Vega Band 2, das Ding, das. Ja, das höre ich jetzt. Entschuldigung, das war einfach scheiße. Das ist mein Busfahrhörbuch. Ja, auf jeden Fall, das wird noch mit dazukommen. Ich habe noch Arthur C. Clarke ein paar Sachen. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch angehen, das Thema Lovecraft. Ich habe ja diesen tollen Pappschuber, oh Gott, schon letztes Jahr, vorletztes Jahr zu Weihnachten gekriegt. Ich habe bloß mal reingeschaut. Also ich habe einen fetten Sub und den werde ich jetzt mal so Stück für Stück wegknuspern. Was habt ihr euch eigentlich für 2021 für Goodread Reading Challenges ausgesucht? Was habt ihr für eine Zahl rangeschrieben? Ich habe tief gestapelt mit 150. Tief gestapelt. Das Problem ist, ich habe auch 150 gemacht, weil der Sven 150 gemacht hat. Und ehrlich gesagt, den Sven knack ich dieses Jahr. Ich war sehr konservativ und habe 30 eingetragen. Mario macht, glaube ich, gar nicht mit bei der Reading Challenge, oder? Nein, weil, ja, wer den Warpcast gehört hat, weiß es ja, dass ich einen ziemlichen Hirnschaden davon getragen habe durch einen Unfall Ende 2020. Und der zieht sich immer noch durch und ich komme einfach manchmal kaum dazu, dass ich überhaupt die aktuellen Perrys schaffe. Ja, weil es gibt Tage, da kann ich mich überhaupt null konzentrieren, da habe ich nur Kopfschmerzen. Ja, mir hat das Lesen ziemlich kaputt gemacht. Sag mal, Sven, du Goodreads-Profi, können wir da nicht irgendwie eine Gruppe oder ein Board für uns anlegen, wo die Leute joinen können, wenn sie wollen? Das geht doch bestimmt, oder? Das geht bestimmt, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Kannst du aber das mal bitte auschecken? Das wäre vielleicht eine coole Sache. Ich guck mal. Wenn wir das hinkriegen, packen wir das in die Shownotes. Wir packen auch in die Shownotes einmal das Interview oder die Folge mit Thomas Rabenstein beim Radio Freies Erdros und einmal die Thomas Rabenstein-Folge beim Broadcast. Dann kommen wir mal in die Abteilung der Neuzugänge. Was habt ihr euch denn aktuell Neues, Tolles, Schönes ins Regal gestellt? Ich fange mal an. Ich habe, das ist schon einen Moment länger her, aber ich habe mir mal irgendwann eine Liste erstellt, so aus, ja, man kriegt ja quasi überall hier so 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Ja. Die sehen dann alle so ein bisschen verschieden aus und die habe ich mal zusammengeführt für mich. Hab geguckt, welche Titel kommen da so am häufigsten vor und tatsächlich habe ich mir so das Ziel gesteckt, irgendwie in meinem Leben
was ja hoffentlich noch ein paar Jährchen geht, so die wichtigsten Bücher daraus zu lesen. Und eins davon habe ich mir gerade ins Regal gestellt, das ist Krieg und Frieden von Tolstoi. Ja, totaler Riesenklopper mit 1500 Seiten, natürlich ein totaler Klassiker. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding, aber ich habe jetzt auch schon von dem einen oder anderen, der es tatsächlich gelesen hat, gehört, dass der, also dass 1500 Seiten gut zu lesen sind und dass das Ding echt gut ist. Also, das sind kitsche 1500 Seiten. Ja, so nein. Das sind Tolstoi'sche für 1500 Seiten. Da kommt auch ein King nicht ran. Weil diese 1500 Seiten kommen dir irgendwann vor wie ein kurzes Vorwort von Andreas Eschbach. Und du willst einfach mehr lesen. Du denkst dir, geil, können wir jetzt mit der Story anfangen? Wie, was, Moment, Ende? Hä? Ne? Okay, das macht mir Mut. Das macht mir Mut. Also ich hab's damals an zwei Tagen weggefrühstückt, als ich noch richtig konnte und das in Print. Da war ich 16 oder 17. Zugegeben, die ersten ein, zwei Stunden wirst du ein bisschen holpern. Er hat nun mal eine gewisse Art zu schreiben. Aber danach pflügst du durch die Seiten. Wenn du richtig dir Zeit nimmst, vorsichtig, du fängst um 8 Uhr morgens an und abends um 22 Uhr denkst du dir, boah, wat wie, dunkel? Okay. Dann nehme ich mal den Punkt auf. Ich habe mir Sterntagebücher im Surkamp, in der Surkamp-Edition von Stanislaw Lem ins Regal gestellt. Ich habe mir da auch noch Solaris daneben gestellt. In der Ullstein-Ausgabe, die wunderschön ist. Ich weiß nicht, ob er die 1984-Ausgabe kennt. Sven, du hast doch bestimmt von Thalia mal dieses Poster gesehen, 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Ja. Ne, da ist auch diese schwarze Ausgabe von 1984 mit dabei. Und in derselben Machart bei Ullstein ist auch gekommen als Solaris. Ah, okay. Super, super schön als Taschenbuch. Ist ein Blick wert, packe ich auch in die Shownotes rein. 1984 habe ich genau in der Ausgabe zu Hause, ja. Ja, genau, dann weißt du ja, von was ich rede. Ich habe mir ins Regal gestellt den Traversan-Zyklus vom Hirnkost. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen schimpfen. Leute, das geht nicht, dass die uns so heiß machen auf sowas und dann einfach dieses Ausliefern von dem Zeug so ein absolutes Chaos ist. Ich habe da ewig drauf gewartet, es kam irgendwie 2 Wochen zu spät. Das wurde zigmal angekündigt, der Zulieferer von meinem Buchhandel hat das schon grün markiert. So, und dann stehe ich im Buchhandel und sagt die mir, nee, ist noch nicht da. Und am nächsten Tag komme ich wieder, sagt die, nee, ist noch nicht da. Und am nächsten Tag komme ich wieder, nee, ist noch nicht da, kommen Sie bitte nächste Woche wieder. Da war ich ein bisschen sackig. Und weißt du, was richtig ätzend war? Dann habe ich sie bekommen, steige ins Auto, klappt das Buch auf und da sind so blaue Einlegeseiten für die Einzelromane, die da abgetrennt sind. Das ist dann so eine blaue Seite, da ist dann in der Mitte so ein weißer Kreis, wo dann der Titel drin steht. Und die erste blaue Seite, die erste Deckseite war schief angeschnitten, dass du am Rand so einen weißen Rand hattest. Mega ätzend. Aber an sich sind schöne Ausgaben. Es ist recht umfangreich. 2 Bände ist das gekommen. Mario, du hast es ja schon gelesen und Sven, glaube ich, du auch, ne? Könnt ihr vielleicht mal kurz was dazu sagen, weil inhaltlich bin ich noch ganz unbeleckt. Ich habe bloß gehört, dass es darum geht, Atlan soll nicht auf den Knopf drücken. Er drückt auf den Knopf und 12 Hefte später. Nein. Also bei mir ist echt ewig lange her. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Also, die Traversan-Bücher haben, soweit ich das in Erinnerung habe, den Fluchtpunkt Schemmenstern-Planetenroman mit drinne, der die Handlung noch so ein bisschen abrundet. Also, das Problem bei Adnan kennen wir ja. Er befummelt ja immer das, was er nicht befummeln soll. Vorzugsweise mindestens 16, höchstens 25, weiblich. Da ist er dann ja nicht mehr zu halten. Aber diesmal fummelt er nur an dem Mädel. Das Ding, was er macht, ist diesmal nicht einen Knopf drücken, den er nicht drücken soll. Nein, da ist eine Plattform, wo ihm jeder sagt, Adlan, stell dich da nicht drauf. Und Adlan, ja, warum? Fuß drauf. Und wie ist das damals erschienen? Das sind 12 Romanhefte, die in einer Miniserie erschienen sind oder als Spin-off oder wie kam das? Ja, so viel. Das war die allererste Perry-Miniserie, so wie Vega und so weiter später. Ah, okay. Dann weiß ich ja, worum es geht. Und dann später kam noch der 13. Band in Form von einem Planetenroman. Richtig, Fluchtpunkt Schemmenstern, der das so ein bisschen abrundet. Mal, wenn man hat am Ende von Traversan so eine Art Versprechen gegeben. Traversan spielt ja zu einer Zeit, als Adlan schon lebte, vor knapp 10.000 Jahren. Also er existiert zu der Zeit quasi zweimal. Das ist klar. Und er schläft nochmal 10.000 Jahre. Jetzt hätte man natürlich daraus aus Adlan dem 10.000-Jährigen, streng genommen Adlan den 20.000-Jährigen machen können. Und es wird auch angedeutet in der Erstauflage in ein, zwei Hälften im Nebensatz, dass Adlan sehr viel erlebt hätte in der Zeit. Aber hat er offensichtlich ja nicht wirklich, weil
kam ja nichts mehr dazu. Dinge aus Gründen. Und als letztes in meinem Neuzugängen habe ich 2001 Odyssee im Weltall, die Trilogie. Da werde ich mir auf jeden Fall im ersten Halbjahr mal den ersten Band reinfahren. Da will ich nämlich mit der fantastischen Rebecca H. drüber eine Warpcast-Folge machen. Wo wir nämlich ein bisschen den Roman und den Film vergleichen. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Freu dich auf 3061. Ja, ich habe in den letzten paar Wochen eigentlich nur einen Neuzugang. Der ist allerdings ein gewichtiger, und zwar aus dem Tolkien-Universum. Nicht direkt von Tolkien selbst, sondern herausgegeben von einem Karl Hostetter, Die Natur und die Wesen von Mittelerde. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Es steht Tolkien drauf. Ich musste es haben. Es passt ins Regal zu den anderen Büchern. Ist das Frag so mich nicht. Vollständigkeitskauf. Aber der Hofstetter, ist das nicht auch der Typ, der die Biografie geschrieben hat? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Es sieht einmal so aus, wenn ich da kurz durchblätter, als ob das quasi wie ein Biologiebuch über Flora und Fauna von Mittelerde ist. Kann sich als spannend erweisen, kann aber auch ein grandioser Fehlkauf sein, und natürlich nur, weil Hobbitpresse und Tolkien draufsteht, musste ich's haben. Das reicht ich, schon. Kommt aber dann sicher im Laufe der Zeit dann noch an Bericht auf Weltendieb. Da bin ich immer sehr gespannt. Lernen wir mal wieder ein bisschen was. So, dann haben wir unsere ganzen Neuzugänge, und dann würde ich sagen, gehen wir mal drüber, was wir so aktuell lesen. Und da sehe ich hier im Podcast-Protokoll, dass wir einen sehr guten Einstiegsroman haben oder ein Einstiegsbuch von Sven, der mit seinen Kindern aktuell das Weihnachtsschwein liest. Weihnachtsschwein im Januar, ist das nicht ein bisschen komisch? Ja, wir haben leichten Verzug. Passiert. Naja, also das Problem ist, die beiden sind 7 und 9. Mehr als 1-2 Kapitel abends, so viel lässt leider die Aufmerksamkeitsspanne dann nicht zu. Dementsprechend ist dann mal der ein oder andere Abend ausgefallen, weil die zu müde waren oder ich keinen Bock hatte zu lesen oder weiß der Teufel, ne? Also wie das manchmal so ist. Und wir sind nicht ganz durchgekommen bis Weihnachten, und nach Weihnachten, so bis Silvester, haben wir dann gesagt, ja gut, Weihnachten ist vorbei, brauchen wir auch kein Weihnachtsschwein mehr. Wir haben aber jetzt beschlossen, wir lesen es noch zu Ende. Die Kinder haben das beschlossen. Nee, tatsächlich habe ich das beschlossen, weil ich es hasse, wenn angefangene Bücher bei mir rumliegen. Das geht nicht. Ist das so eine Grundangst? Ja, nee, das ist so, ich weiß auch nicht, da bin ich ein bisschen Monk. Und du wolltest nicht wissen, wie es ausgeht. Gib's doch zu. Ja, das auch, natürlich. Was ist jetzt mit dem Weihnachtsschwein? Komm. Ja, das Weihnachtsschwein ist von J.K. Rowling. Ich bin jetzt nicht der größte Harry Potter-Fan, aber meine Frau, und die hat das Buch auch angeschleppt, hat mit diesem Zauber-Heini mit Brille aber nichts zu tun. Ja, so im Groben geht's darum, ein kleiner Junge verliert kurz vor Weihnachten sein Lieblingskuscheltier, so ein schmuddeliges altes Stoffschwein, mit dem er aber auch zumindest in seiner Fantasie sprechen kann. Und seine Adoptiv-Stiefschwester, wie auch immer, bringt ihm, weil die ist dafür verantwortlich, dass es weg ist, bringt ihm so ein Ersatzschwein. So, und das ist dann das Weihnachtsschwein. Und an Weihnachten, an Heiligabend, erwachen die ganzen Spielzeuge zum Leben. Und dieses Weihnachtsschwein entführt ihn mehr oder weniger in so eine Welt, wo die ganzen verloren gegangenen Dinge landen. Und zusammen mit dem Weihnachtsschwein und ganz vielen anderen lebendigen Spielzeugen, die er da unten trifft, und anderen Gegenständen, geht er halt auf die Suche nach seinem verloren gegangenen Lieblingsschmuddelschwein und erlebt da so diverse fantasievolle Abenteuer. Also es ist sehr kindgerecht, schön geschrieben, ja, also gut, um das so Kindern im Alter von, ich sag mal, 6 bis 10 vorzulesen. Also wir hatten auch so ein Buch zu Weihnachten, das war so eine Weihnachtsgeschichte in 24 Kapiteln, also so ein Adventskalender zum Vorlesen, besser gesagt. Da ging's, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ich suche das raus und pack's euch auch mit in den Artikel mit rein. Da ging's um Karl-Heinz, die Spinne, die sich vor Weihnachten in der Adventszeit eine Fliege in seinem Netz fängt. Und Karl-Heinz, die Spinne, ist total dick und der will diesen Bisi, die Fliege, halt zu Weihnachten als Weihnachtsbraten essen. So, und dann geht die Geschichte halt darum, dass die halt irgendwie Freunde werden und dann halt am Ende, Spoiler, die Fliege nicht gefressen wird. Aber auch total coole Momente mit dabei. Da geht es dann darum, eine Spinne hat natürlich nur Beine, ne? Und dann sagt er so, ja, ich habe hier gerade auf meine Beinbanduhr geguckt und es ist jetzt Zeit zum Essen oder sowas. Und da, als meine Frau das hier den Kindern vorgelesen hat, da war ich hier und da mal, habe ich mir den Bauch gehalten und mich auf den Boden gekrümmt. Ja. Der war sehr schön. Voll schön. Macht Spaß. Ja, finde ich auch. Ja, dann ansonsten für mich selber habe ich, aber da sind gerade das erste Kapitel, Transport
Teil 5 von Philipp Petersen oder Petersen, ist ja ein Deutscher, angefangen, nachdem ich die ersten vier Teile schon so die über die letzten Jahre gelesen habe. Das hab mal ich gucken, noch nie was gehört. Das wird. Was ist denn das? Transport. Echt? Ist das eine Reihe, also der erste. Ja, ist eine Reihe. Gibt 7 Bände. Das war mal als Trilogie geplant. Man kann es auch wirklich, wenn man die ersten 3 Bände liest, als Trilogie so abhaken. Und dann setzt er da noch ein bisschen was drauf. Also den ersten fand ich persönlich richtig gut. Den zweiten und dritten, die waren auch noch gut. Der vierte wurde schon etwas schwächer. Und der fünfte muss ich jetzt mal gucken. Ja, aber grundsätzlich mag ich die Art, wie er schreibt. Das ist halt so Hard Science Fiction. Es gibt ja nicht so viele deutsche Autoren, die in der Richtung brauchbare Dinge schreiben. Und neben dieser Transport-Reihe hat er zum Beispiel 3 Bände geschrieben, Paradox. Die sind ziemlich gut, also die finde ich fast noch besser. Aber wie gesagt, Transport ist auch ziemlich gut. Es geht um so außerirdische Artefakte, Transporter, die sich in der ganzen Milchstraße finden, aber es finden sich irgendwie keine Außerirdischen. Und in Band 1 geht so damit los, dass ein so ein Transporter auf der Erde gefunden wird und dann werden Häftlinge missbraucht, also zu Tode verurteilte Häftlinge missbraucht, in Anführungsstrichen, da durchzugehen und zu erkunden, was an den eingegebenen Koordinaten auf sie wartet. Weil man weiß vorher nicht, wo kommt man raus. Es kann sein, dass man im Vakuum rauskommt, es kann sein, dass man in der Nähe von einem schwarzen Loch rauskommt und so weiter. Also es ist schon so, im allerersten Moment fand ich es ganz innovativ und ziemlich spannend. Ja, wie gesagt, die Reihe, ob ich sie bis zum 7. Band lese, entscheidet sich jetzt so, glaube ich, mit dem 5. Mal gucken. Kriegst du das mit deinem inneren Monk vereinbart, dass du ein Buch dann liegen lässt, oder? Ach ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Komm, wir alle wissen, wie es ausgeht. Ich weiß nicht. Ja. Ja, gut. Und ansonsten, aktueller Perry, ne? Das ist so Standardlektüre, der ist morgen sowieso durch. Du bist aber auf Stand, oder? Ich bin auf Stand, ja. Das ist der 3152er. Genau. Wieder ein Michael Markus Turner, oder? Dieses Woche? Ja, genau. Doppelband, 2. Teil. Ja, bei mir sind derzeit der Herr der Ringe, die 2 Türme, ich glaube der 5. oder 6. Durchgang mittlerweile, dass ich mir jetzt da den Herr der Ringe noch einmal von Anfang bis Ende durchlese. Und aktuell gerade der 3. Band aus der 7-bändigen Reihe um den dunklen Turm. Der Band heißt Tod. Und das ganze Werk, wer es noch nicht kennen sollte, kommt von Stephen King. Da habe ich ja irgendwann weggelegt nach dem 3. Band oder sowas. Ja, die Befürchtung habe ich jetzt auch, dass das, also was die Begeisterung der ersten 2 Bände hat jetzt im 3. merklich nachgelassen. Wenn das jetzt bis zum Ende so bleibt, dann spare ich mir die restlichen 4 Bände. Na. Also es sind ja erstmal mehr als 7 Bände. Wenn du die Nebenbände noch mitrechnest, zum 2. Keine Sorge, der 3. war der Tiefpunkt. Ab dem 4. wird's schriftstellerisch besser, aber dafür storytechnisch noch abgespaceter. Ich glaube, das war einfach eine Phase, als King wieder alles genommen hat, was er gefunden hat. Viel Spaß im 4. Band mit dem Wiedersehen mit S und Randall Flagg. Okay. Die Comics dazu waren hochwertig und geil. Ja, denn also wenn der Mario das sagt, dann werde ich dem Ganzen auch noch im Band 4 eine Chance geben. Und wenn es dann für mich nichts ist, dann lasse ich es halt nach Band 4. Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass der 3. Band einfach nur noch Quälerei gewesen ist irgendwie. Aber ich habe halt auch dann irgendwie aufgegeben. Ich hatte wohl damit dann nichts mehr zu tun haben. Man muss es einfach mal so sehen. Vor allen Dingen der König in Rot, natürlich eine Anleihe an The King in Yellow, ne? Einfach geil. Und die Comicserie dazu war halt verdammt nochmal gut umgesetzt. Obwohl es von Marvel war, aber sehr erwachsen. Also mit rausgerissenen Eingeweiden, rumfliegendem Splatter und. Ich habe, glaube ich, eine grundlegend andere Vorstellung von erwachsenem Content als rausgerissene Gedärme. Ja, da wird auch gefickt. Das meinte ich nicht. Okay. Also, wenn ein Reich Ranitzky schon in seinem literarischen Quartett damals sagen durfte, in diesem Roman wird gar nicht gefickt, das ist langweilig, dann dürfen wir das Wort auch nutzen, finde ich. Dann, wenn Reich Ranitzky das sagt, dann ist das safe für uns, ja. Da ist noch nicht mehr explicit, dann hat's Kultur. Ja, richtig. Hochkultur. Genau so ist es. Nee, sehr schön. Also ich mache jetzt mal den Sack zu für die aktuellen Raubzüge, was man so liest. Ich
baller mir gerade noch den Rest vom Mythoszyklus rein. Ich bin gerade Mitte der 70er-Hefte und habe gerade wieder so einen kleinen Periroden-Hieper und habe ein echtes Problem, wenn der Mythos durch ist, weil irgendwie brauche ich zurzeit 1 bis 2 Hefte, um klarzukommen, damit ich nicht meine Fingernägel abkaue. Und das werde ich dann wahrscheinlich mit der Erstausgabe von Anfang an machen, mit dem Reread für Stardust Ruf Terra. Aber ja, der Mythoszyklus ist für mich gerade ein großes Thema, macht gerade wieder sehr, sehr viel Spaß. Und irgendwie, seitdem der vorbei ist und das Thema sich ein bisschen beruhigt hat, kann man den auch wieder mit Genuss lesen. Ich fand, als der noch gelaufen ist und die Leute sich dann immer jede Woche das Maul zerrissen haben darüber, das klingt auch falsch, die haben sich natürlich nicht das Maul zerrissen, als man dann halt immer die Schimpfereien im Fandom gehört hat über den Mythos, hat das nicht unbedingt viel Spaß gemacht, aber zur Zeit... Ihr Cookie-Mörder! Ja, ich bin jetzt über der Ilt muss sterben hinweg, ne? Habe ich gesehen. Aber ja... Hat Bock gemacht, so. Und ganz ehrlich, auf der grünen Welt von Michael Markus Thuner, das war echt das Krasseste, was ich so aktuell, glaube ich, in Periroden gelesen habe. Ja, da hatte ich echt Pippi im Auge. Aber okay, ja, Mythos lese ich gerade. Ich werde jetzt, also ich habe heute aus der Post gefischt, ein gewisses Buch von einem Albert Camus, Der Fremde. Den hat der Sven mir mehr oder weniger empfohlen. Ich habe nämlich seinen Blogbeitrag fertig gemacht oder wir haben den Blogbeitrag fertig gemacht zu Camus. Und da hat er mich sehr angespitzt auf das Buch. Vielleicht magst du ja mal 2, 3 Worte dazu verlieren. Also dieses Buch ist oder steht auch auf der Liste, die ich vorhin schon erwähnte. Dementsprechend fiel es mir so in den Schoß und ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Und Albert Camus ist ja so ein französischer Autor, aber eher noch Philosoph und Religionskritiker und keine Ahnung. Der ist so der Dunstkreis um Jean-Paul Sartre, ne? Ja, ja, genau. Wobei, also ich habe mich im Nachgang, also vorher wusste ich das überhaupt alles gar nicht, aber im Nachgang so ein bisschen damit beschäftigt und Sartre hatte ihn als ein Musterbeispiel des Existenzialismus so geschildert damals. So hat er sich selber aber gar nicht gesehen und später haben die sich auch gestritten und fanden sich gar nicht mehr toll und so. Aber zumindest der Roman Der Fremde geht tatsächlich in diese Richtung, nämlich in Richtung Existenzialismus. Und der ist total strange und irgendwie erstmal sitzt man vor diesem Buch, wenn man es gelesen hat und denkt sich so, what the fuck, ja? Das habe ich ja gerade gelesen. Ja, also die Hauptfigur, das ist ein Algerien-Franzose namens Merceau, kann nicht so wirklich Französisch, aber ich glaube, so spricht man den aus. Also das Buch beginnt damit, dass seine Mutter stirbt und er sich gar nicht so sicher ist, war das jetzt heute oder gestern oder vielleicht auch vorgestern. Und es ist ihm so gleichgültig. Und dann fährt er zu dieser Beerdigung und irgendwie ist ihm da auch alles so, ach naja, ja. Und wie alt war sie denn? Oh, ja, weiß ich gar nicht genau. So 60? Also der ist total gleichgültig allem gegenüber. Er möchte am liebsten, dass sein Leben jeden Tag gleich läuft und dass möglichst keine Änderungen stattfinden und ihm ist eigentlich alles egal. So. Durch einen doofen Zufall wird er zum Mörder und bringt jemanden um. Das ist auch kein großer Spoiler, das steht sogar auf dem Klappentext, also das weiß man quasi vorher. Und auch in dem Moment, wo er dann diesen Mord begeht, denkt man sich so, warum? Was soll das alles? Das Buch, wie gesagt, es ist total strange und man muss das erstmal sacken lassen, auch wenn man es erst, wenn man es dann gelesen hat. Es ist erstmal alles nicht ganz klar. Es ist definitiv aber ein Buch, das einen total zum Nachdenken anregt. Also ich habe mir, wie gesagt, danach dann einige Gedanken auch dazu gemacht, habe dann nochmal geguckt, so Existenzialismus, ja okay, schon mal gehört, aber was genau ist das jetzt? Und auch wenn ich, jetzt wo ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, mit dieser Art der Weltanschauung gar nicht so viel anfangen kann, also so Existenzialismus ist so in die Richtung, unsere Existenz hat keine Auswirkung aufs Universum, also ist eigentlich so das Leben relativ Wumpe. Andersrum aber hat auch das Universum auf die Existenz des Einzelnen keinen großen Einfluss. Also es ist so dieses Gleichgültige, ne, was diese Hauptperson auch darstellt. Irgendwo trifft sich das da. Und ich kann mit dieser Weltanschauung nicht viel anfangen, aber dieses Buch ist trotzdem total faszinierend. Und ich werde es mit Sicherheit irgendwann nochmal lesen, einfach um, so, ich glaube, man kann einfach beim zweiten Mal lesen noch ganz viele Details entdecken, die man beim ersten Mal einfach so übersehen hat. Also krasses Buch und mit Recht auf einigen
100 Bücher, die man lesen sollte, listen. Ich hatte auf jeden Fall, nachdem ich deinen Blogbeitrag gelesen hatte, das Gefühl, dass das auf jeden Fall bei dir geblieben ist und dich auch noch nachhaltig ein bisschen beschäftigt hat. Und das mag ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Und ich hatte vor kurzem Ernst Jünger das abenteuerliche Herz gelesen, wenn euch das was sagt. Das ist jetzt aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, aber das ist der erste surrealistische Roman, der geschrieben wurde. Okay. Das ist halt auch eine ganz, ganz seltsame Erfahrung und das liest du auch und irgendwie lässt sich das nicht in Ruhe, ohne dass du so richtig verstehst, um was wirklich geht. Aber deswegen bin ich da auch sehr gespannt und es ist ja wirklich bloß ein 160-Seiten-Band. Ich glaube, bei Rowohlt ist er gekommen, oder? Ja. Genau, auch schön aufgemacht, das Taschenbuch, muss man sagen. Also ist auch ein Hingucker und den werde ich mir jetzt auch mal reinfahren. Ich habe jetzt mal die ersten zwei Seiten gelesen, aber da lässt sich natürlich noch nichts Wirkliches drüber sagen. Ja, aber ich finde den Einstieg schon krass so, ne? Gestern ist Mutter gestorben. Oder vorgestern. Ich weiß nicht genau. So, also so nicht wörtlich, aber ne, so in der Art. Ja, klar. Also schon dieser Einstieg ist irgendwie. Weird. Also ja. Weird ist, glaube ich, der einzige Begriff, der mir da einfällt. So komisch, was? Seltsam. Ja. Und du musst halt dreimal die ersten Sätze lesen, damit du halt wirklich sicher bist, dass das wirklich dasteht. Weil sonst würde das keiner so machen. Ja, sehr schön. So, und dann würde ich sagen, kommen wir in unseren Abteilung der Buchvorstellung. Und ich glaube, wir haben heute drei Buchvorstellungen oder besser gesagt vier. Also so im Teil der Buchvorstellung würde ich ganz kurz einmal mit euch reden wollen über den Kautarch-Zyklus, den aktuellen, nämlich die erste Hälfte, die ersten 50 Bände, die ja jetzt rausgekommen sind. Ich würde euch bitten, noch nicht den Band 50, 51 und 52 zu erwähnen, den habe ich nämlich noch nicht ausgelesen. Also nur 3100 bis 49. Da auch die Spoilerwarnung an die Leute, die das vielleicht nicht hören wollen. Der Sven hat uns dann noch mitgebracht, ergänzend zum Blogbeitrag, die unendliche Geschichte von Michael Ende und aus der Outland-Reihe Der geheime Planet. Und Mario wird uns dann noch mit einem King, nämlich Tommyknockers, beglücken. Mario, willst du vielleicht mal anfangen? Du hast so lange Pause gemacht. Stephen King, Tommyknockers, ist ein Science-Fiction-Roman von Stephen King. Der Roman Tommyknockers von Stephen King erschien 1987, gehört mit zu Kings längeren Werken, mit über 500 Seiten, hat natürlich sehr viele Verknüpfungen mit anderen Werken, zum Beispiel The Stand, Dead Zone, Feuerkind. Das ist sehr typisch für King, dass er Dinge immer mal wieder so mit einfließen lässt im Nebensatz. Also beim Lesen merkt man das häufig gar nicht. Worum geht's? Eine junge Dame findet im Wald beim Spaziergang mit ihrem Hund so eine Art metallische Vorwölbung, woraufhin sie dann anfängt, daran rumzugraben. Der Hund verändert sich, sie verändert sich und irgendwann ist sie nur noch davon besessen, dieses Teil aus Metall ausbuddeln zu wollen aus dem Wald. Es erweist sich natürlich, der geneigte Leser ahnt es von Anfang an, als Raumschiff, ne? Und dieses Raumschiff hat auf die Bewohner des umliegenden Ortes eine fatale Wirkung. Die werden quasi gleichgeschaltete Zombies mit parapsychischen Fähigkeiten, weil die Tommyknockers, also die Insassen dieses vor Urzeiten auf der Erde gestrandeten Raumschiffs, durch das Raumschiff die Gehirne der Menschen übernehmen und steuern können. Gehirne. Nein, nicht Brains. Also wir reden hier nicht von iPhone und anderen Apple-Produkten. Jetzt lach doch mal wenigstens. Nee, du triggerst mich heute nicht mehr, alles gut. Ach Menno, so macht das aber keinen Spaß, haben wir nicht gewinnt. Nein, Tommyknockers gehört, es ist keine klassische Science-Fiction in dem Sinne, zeigt aber zum Beispiel sehr schön auf als Science-Fiction-Thema, was passieren kann, wenn hochentwickelte Wesen uns nicht gleich von vornherein freundlich oder zumindest, sagen wir mal, respektierend gegenüberstehen, sondern einfach ihr Schiff hier hinschicken und wir es finden, weil wir sind für sie halt Insekten, ne? Abfall. Die dürfen das, ja, wir stehen halt so weit unter denen, dass es denen völlig egal ist. Hauptsache, wir setzen das Schiff wieder instand. So, und was bleibt aus dem Roman bei dir? Was hat dich beeindruckt? Da gibt es auf den ersten 300 Seiten einen der Haupthelden, der ein Säufer einerseits, Literat auf der anderen Seite und Umweltschützer auf der dritten Seite ist, der gegen die Atomwirtschaft und die Stromwirtschaft in den USA, insbesondere gegen Atomkraftbetreiber, wettert. Und dieser Rant ist heute noch genauso aktuell wie damals. Über den Umweltschutz, über das Kaputtgehen der Welt, wie das hier alles vor die Hunde geht, fand ich toll.
Die unendliche Geschichte. Ich hole da jetzt nicht ganz so weit aus, weil es gibt da ja auch einen Blogbeitrag zu, so ganz grob die Grundstory. Ich glaube, aufgrund auch Verfilmung und so weiter kennt die Grundstory so fast jeder. Kleiner Junge klaut ein Buch, liest es heimlich, wird irgendwann in diese Geschichte reingezogen, um die dortige Welt zu retten, die dem Untergang geweiht ist, und ein Menschenkind muss der dortigen Herrscherin, der kindlichen Kaiserin, einen neuen Namen geben, damit Phantasien gerettet wird. So, und Bastian, so heißt der Junge, findet sich halt in Phantasien wieder und wird da ein ganz großer Held, aber vergisst immer mehr, wo er herkommt und muss dann aber, damit er nicht zum lallenden Idioten wird, irgendwie einen Rückweg in seine eigene Welt finden. Das ist so ganz schnell und grob einmal die Story erzählt. Die unendliche Geschichte ist eins von den Büchern, die genauso wie das Weihnachtsschwein gerade meinen Kindern portionsweise vorgelesen habe. Das war bei dem Buch teilweise gar nicht so einfach, weil die Kapitel relativ lang sind. Deswegen haben wir meistens halbe Kapitel gewählt, so in der Mitte dann irgendwie abgebrochen. Im ersten Drittel des Buches war es so, dass speziell unsere Große, die ist 9, das gar nicht so toll fand. Also die hätte lieber noch mehr gehört. Also sie war wirklich in der Story drin und hat mitgefiebert und wollte wissen, wie es weitergeht. Ab dem Teil, wo Bastian in Phantasien ankommt, wird das Buch ein bisschen wirr. Und das war auch so der Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass die Kinder unkonzentriert wurden. Also die haben zwar noch zugehört, aber dann haben sie doch lieber zwischendrin irgendwelche anderen Sachen gemacht, sich gegenseitig geärgert, gekitzelt oder sonst was. Und wenn man mal nachgefragt hat, was passiert da gerade, dann, keine Ahnung. Waren halt nicht mehr drin. Genau, waren nicht mehr drin. Und das lag meines Erachtens tatsächlich daran, dass speziell so im mittleren Drittel des Buches es sehr, sehr episodenartig wird. Man hat viele kleine Einzelgeschichten, die zwar irgendwie klaren Zusammenhang haben, aber doch auch für sich alleine stehen und man erstmal suchen muss, wo ist der Zusammenhang oder warum erzählt der mir das jetzt? Das ist irgendwie so ganz was anderes. Gegen Ende wird es dann wieder ein bisschen besser und wird auch wieder ein bisschen strukturierter. Und speziell so das Ende, ich würde mal sagen, so die letzten 60, 70 Seiten, da fiebert man dann auch wieder mit Bastian mit, weil es eben einen klaren Handlungsstrang hat. Also man weiß klar, wo soll die Reise hingehen, was ist das Ziel. Das ist vorher vollkommen unklar. Also man hat so das Gefühl, ja, okay, er macht jetzt das und dann macht er was komplett anderes und dann reisen sie dorthin und hierhin und dahin und ja. Also es ist ein bisschen, wie gesagt, es ist ein bisschen wirr, was das Vorlesen für Kinder so in dem Alter noch ein bisschen schwierig gemacht hat. Der erste Teil, wie gesagt, ging super, der letzte Teil ging auch wieder ganz gut in der Mitte. Schwierig. Wenn ich jetzt sagen müsste, was ich oder was vielleicht auch hoffentlich meine Kinder aus dem Buch mitnehmen, weil da gibt's durchaus was die sich mitnehmen sollten, dann ist es vor allem, dass das Buch so ein bisschen aussagt, sei du selbst. Versuch nicht, wer anders zu sein, sondern sei du selbst. So wie du bist du gut. Sebastian ist halt ein kleiner, etwas übergewichtiger, nicht allzu beliebter Junge. Und er wünscht sich halt eigentlich, ein großer Held zu sein und stark und schön und unbesiegbar und weiß ich nicht was. Und im Laufe seiner Reise in Phantasien wird er all das. Aber für alles, was er dazu gewinnt, also Stärke, Intelligenz, Schönheit, keine Ahnung, verliert er ein bisschen was seiner Erinnerungen an seine eigene Welt, bis er zum Schluss seinen Vater und seinen eigenen Namen vergisst. Und als er dann wieder in seiner Welt, also in der Realität quasi zurück ist, wird ihm klar, hey, ich will gar nicht mehr stark und ein Held sein, sondern das, was ich hier habe, ist gut und wichtig. Also seine erste Handlung ist dann nach Hause zu rennen und seinen Vater zu suchen. So, ne? Und diese Botschaft, das, was du bist und wie du bist, ist gut, ist, finde ich, speziell für Kinder eine echt gute und wichtige Botschaft. Und das kommt da durchaus rüber. Ich weiß nicht, ob es für eine 7- oder eine 9-Jährige schon so rauskommt, aber ich glaube schon, dass es zumindest so unterbewusst ein bisschen angetriggert wird. Du meinst, dass die das einfach so in sich behalten, mal gehört und halt drin behalten? Ja, also weil halt, also tatsächlich am Ende so rausgestellt wird,
Er hat erkannt, er muss gar kein Held sein und er muss gar nicht stark sein, sondern er hat seinen Vater, den er liebt, und er selber ist ein intelligenter Kerl und er merkt so für sich, hey, das war zwar cool, eine Zeit lang ein Held zu sein, aber eigentlich ist es gut, dass ich jetzt wieder hier bin und dass ich selber bin. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen unterbewusst auch bei Kindern ankommt. Ich habe das Buch ja nie gelesen, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde es mir auch nochmal auf die Pfanne legen, vielleicht auch für meine Kids. Ich weiß aber halt nicht, ob der Große vielleicht schon ein bisschen drüber ist, weil der jetzt die Harry-Potter-Reihe halt hoch und runter liest. Mhm. Deswegen bin ich halt ja immer ein bisschen, dadurch, dass meine Kinder halt immer 4 Jahre auseinander sind, ist das ein bisschen schwierig, da genau das Richtige zu finden, womit du halt alle abholst. Und das dann immer bloß einem vorzulesen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Fühlen die anderen sich halt verarscht. Ja. Ich habe da mal eine Frage. Frag mal. Sag mal, kam es dir während des Lesens so vor, so ist es mir zumindest damals als Kind und auch später als Erwachsener vorgekommen, dass Xaide eigentlich gar nicht böse ist, sondern tatsächlich auf das Ziel hinarbeitet, Bastian erkennen zu lassen, dass er nur er selber sein soll. Ja, also umso mehr man oder umso weiter die Geschichte ging, hatte ich auch eher den Eindruck. Und sie tritt dann ja auch ziemlich unspektakulär ab, ne? Nachdem er auf dem richtigen Weg theoretisch ist, noch nicht ganz, als sie abtritt, aber zumindest ist er dann so auf dem Weg, wo er hin muss, damit er dann wieder dahin kommt, wo er hin soll. Da tritt sie unspektakulär ab. Also der Gedanke kann einem schon kommen, ja. Also ich hatte das damals schon, ich war 12, glaube ich, als ich es gelesen habe. Ich meine, war natürlich im Zug der Verfilmung, ne? 84, nee, hey, ich war 11. Ja. Und gut, das Wort Allegorie kannte ich noch nicht, aber ich habe meine Mutter damals, die hat das dann ja auch gelesen, nur gefragt, sag mal, ist Xaide eigentlich nichts anderes als personifiziertes Erwachsenwerden? Mhm. Und meine Mutter meinte ja. Ja, also ich glaube, das kann man gut so interpretieren, ja. Gibt es denn von Michael Ende noch andere Sachen, die man gelesen haben sollte? Momo, ja, safe. Ja, Momo bestimmt, habe ich selber nicht gelesen. Der Film war aber, zumindest so habe ich so aus, den habe ich als Kind gesehen, war aber durchaus gut. Das werde ich mir vielleicht auch nochmal irgendwann ergeben. Ich fand ja eher so die privaten Filme, die Rados später gemacht hat, besser. Mario. Also ich finde, da kann man schon mal zustehen. So, dann haben wir jetzt noch Outland oder Kautarchen. Wo habt ihr Bock drauf? Outland. Ja, Outland kann ich einigermaßen schnell abfrühstücken, ehrlicherweise. Outland ist von Dennis E. Taylor, kanadischer Schriftsteller. Zudem gibt's gar nicht so viel zu sagen, weil man da gar nicht so viel findet. Der war früher Softwareentwickler. So seine Hauptthemen sind so künstliche Intelligenz in Wechselwirkung mit dem Menschen oder dem menschlichen Befinden. Ansonsten findet man über ihn selber aber nicht gar so viel im Internet. Also zumindest ich auf die Schnelle nicht. Inhaltlich geht's darum, dass ein paar amerikanische Studenten, wie sollte es anders sein, heimlich mit Mitteln ihrer Universität experimentieren und mit Hilfe der Heisenbergschen Unschärferelation ein Portal zu einer anderen Dimension beziehungsweise zu einer parallelen Erde öffnen. Diese parallele Erde ist komplett unbewohnt, also da haben sich nie Menschen entwickelt. Und im allerersten Moment ist ihr Gedanke, hey, da können wir ein bisschen Geld scheffeln und die wollen da Gold schürfen. Machen sie auch. So. Während sie das tun, bricht aber im Yellowstone der Supervulkan aus, den es da im Yellowstone eben gibt. Und diese Studenten retten sich und eine größere Gruppe von Menschen, hauptsächlich aus dieser Kleinstadt und aus der Universität, auf die andere Seite hinüber. Und bauen da so ein Camp auf, mehr oder weniger. Wechseln ab und zu mal wieder auf die Ursprungsseite, wo der Vulkan ausgebrochen ist, wo alles den Bach runtergeht, um sich ein bisschen Material, Werkzeuge, Lebensmittel und so weiter zu holen. Ein paar andere retten sie noch, dann gibt's noch so einen kleinen Konflikt mit irgendwelchen bösen Ganoven, die da dieses Camp überfallen und so weiter und so fort. Da verflacht es aber gegen Ende deutlich. Die Schwerpunkte grundsätzlich von der Handlung ist halt einmal dieser Supervulkan und was könnte passieren, wenn der ausbricht. Dann so ein bisschen, aber das tatsächlich sehr oberflächlich angerissen, Quantenphysik, Parallelwelten. Eigentlich ist es nur so, hey, wir haben ein Portal geschaffen und dann gehen sie rüber. So. Und natürlich so dieses menschliche Verhalten in Katastrophensituationen, was da tatsächlich ganz gut gemacht ist, Taylor schreibt zwischendrin immer mal so aus Sicht der Medien, also so ein ein Fernsehbericht der BBC über die Zustände in den USA, wo gerade die komplette Zivilisation zusammenbricht und so weiter, ne? Oder
weil aufgrund irgendwelcher Verschiebungen und Flüchtlingsbewegungen dann Krieg ausbricht und so weiter. Also das ist ganz gut gemacht. Allerdings gibt es relativ viel, was mich an dem Roman gestört hat. Also zum einen habe ich vorher die Bobbyverse-Trilogie gelesen. Die fand ich persönlich ziemlich gut. Gleicher Autor. Und das habe ich halt danach gelesen und dementsprechend waren meine Erwartungen relativ hoch. Die wurden aber einfach enttäuscht. Die Charaktere bleiben recht eindimensional. Also das sind halt amerikanische College-Studenten mit ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Aber die kommen einem vor, als wären sie mindestens mal erfahrene Professoren. Also die eine rechnet im Kopf, während der Vulkan da hochgeht, aus, wann die Aschewolke über der Kleinstadt ankommt und wann das Erdbeben eintrifft und so weiter. Also, naja, weiß ich nicht. Kaufe ich nicht ganz. Dazu, wie gesagt, die Story verflacht so mit der Zeit. Bis der Vulkan ausbricht, ist das Ganze durchaus spannend und kann man gut lesen. Ist auch gar nicht so schlecht geschrieben. Also es ist durchaus kurzweilig und man ist irgendwie in der Story drin. Aber danach wird es halt immer flacher. Ne? Also man ist dann auf der anderen Seite und ja, dann bauen die ihr Camp auf und dann gehen so ein bisschen plündern. Und ja, auf der anderen Seite geht so irgendwie die Welt unter. Aber ganz viel passiert halt nicht mehr. Und ich krieg, darf ja. Ich mal ganz kurz einwerfen, ich krieg da irgendwie gerade so, ist das Pulp-Roman, ist es sehr pulpig, weil was du da so erzählst und was ich jetzt hier so gerade bei Amazon in der Kurzreview gelesen habe, oder ist das halt schon Serious Business? Ich glaube, er wollte Serious Business schaffen, hat das aber nicht hingekriegt. Schade. Man muss allerdings so ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen, das war mir vorher nicht bewusst, das ist sein Erstling. Der wurde nochmal aufbereitet und neu veröffentlicht. Deswegen ist er hier in Deutschland später erschienen als die Bobbyverse-Romane. Und für mich war er der neuere Roman. Das stimmt aber nicht, das ist sein Erstlingswerk. Ah, okay, so eine Nummer ist das, okay. Na, also deswegen ist das so ein bisschen, also ein bisschen muss man ihn da, glaube ich, in Schutz nehmen. Bei Bobbyverse merkt man, finde ich zumindest, dass er sich da deutlich weiterentwickelt hat. Ja. Trotzdem ist das kein ganz schlechtes Buch, ja. Also, wenn die Story am Ende nicht so verflachen würde, könnte man das echt gut lesen und dann würde ich durchaus empfehlen, so für seichte Unterhaltung ist das voll okay. So ein paar Sachen, ja, diese komischen Banditen, die er da eingebaut hat, die hätte man sich echt schenken können. Das ist so, ja, weiß ich nicht. Das war so unnütz. Diese Medienberichte, wie gesagt, die fand ich echt gut. War eine richtig gute Auflockerung und in der Story so ein neutraler externer Blick auf die Katastrophe, die gerade passiert, das war nicht schlecht gemacht. Und am Anfang diese Goldschürfer-Idee fand ich halt witzig, ne, dass die da rangehen und sagen, hey, wir können uns hier übrigens unseren Studienkredit an die Backe schmieren, wir gehen jetzt darüber, schürfen Gold und dann sind wir sowieso reich. Also die Idee fand ich ganz cool und so bis zur Mitte ist es durchaus ein gutes, unterhaltsames Buch gewesen und dann wurde es mir aber zu flach. Also kannst du es nur bedingt empfehlen. Ja, wie soll ich es ausdrücken? Also, wenn man sich, das ist schnell gelesen. Das sind irgendwie, weiß ich gar nicht, 350 Seiten oder sowas. In relativ großer Schrift hat man an zwei Tagen locker weggelesen, selbst wenn man nicht ständig liest. Also, für schnelle, nette Unterhaltung ist es okay. Wenn man jetzt aber was Hochwertigeres erwartet und ausgefeiltere Science Fiction oder sowas in der Art, dann eher nicht. Okay, ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt für, für das Ding. Ich glaube, da gibt es jetzt relativ wenig noch zu ergänzen, oder? Mario, kennst du das? Ich habe Fragen. Weil für mich hört sich das gerade an wie ein, als würdest du mir gerade Lost beschreiben. Geiler Einstieg mit einer Situation von Gestrandeten quasi. Mhm. Und dann ist die Gruppendynamik und der Kampf der Gruppe gegeneinander wichtiger als das Geheimnis auf der Insel. Ja, also ich habe Lost nicht gesehen. Prinzipiell passt das schon. Leider ist diese Gruppendynamik, ja, die spielt eine Rolle, die ist aber nicht ausführlich und gut beschrieben. Also trotzdem bleiben die Charaktere flach und eindimensional. Also daran hakt es. Ne? Also wie gesagt, Lost habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist das da besser gelöst, aber das ist hier nicht unbedingt so der Fall. Dann würde ich sagen, wir machen das letzte Thema für heute, der ersten inhaltlichen Folge des Welten-Die-Podcast. Wir blicken nochmal ein bisschen zurück auf den Karotagien-Zyklus, nämlich auf die erste Hälfte. Ich habe mich da schon zu Genüge mit Markus Gersting drüber unterhalten. Ich verlinke euch die entsprechende Folge in den Shownotes im Warpcast. Wie sieht's bei euch aus, Sven, Mario? Florian, ich glaube, du hast gar nicht mitgelesen, ne? Nee, ich bin da komplett außen vor. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, der eine ist pro, der andere ist contra, oder? Ja, könnte sein.
Ist so. Na, dann schieß mal los. Was hat dir nicht gefallen, Mario? Der gesamte Zyklus. Also, die Einzelromane sind, wie wir es von Mythos kennen, ne? Top. Also an den Einzelromanen kannst du einfach nicht meckern. Die ersten 2, 3, 4, 5 Hefte war auch irgendwo ein Zyklusthema erkennbar. Man hatte eine stringente Handlung, man hatte Spannung. Mit dem Ziu sogar eine schöne Reminiszenz an Heft 204, das Drung. Das war im Endeffekt ein derselbe Roman, nur modern umgeschrieben. Top. Und dann kam so ein bisschen die garstigen Garsen. Ja, da fing die Handlung schon so ein bisschen an, so leicht vor sich hin zu mäandern und man wusste noch nicht so genau, ist der Cowtender jetzt oder Cowporter was Böses? Ist er jetzt gut? Ist er jetzt echt eine Bedrohung? Ist er es nicht? Und diese Frage zog sich dann halt durch den ganzen Zyklus. Egal was kam, die Chaosmächte, ja, sie handeln in vielen Dingen böse, nach unseren Wertvorstellungen, aber nicht wirklich bösartig in unserem Sinne. Und das macht die ganze Situation extrem diffus. Dann kam das Trojanische Imperium. An sich eine gute Idee, aber leider fehlt mir da immer noch die Erklärung, warum das überhaupt so passieren konnte, weil Gleam in Andro Beta war ja weiter besetzt, Galacto City, nee, Power City. Man hätte da ja einfach nur mal hinfunken müssen und Funkverkehr war ja möglich, wird ja sogar im Roman beschrieben. Also die Inkonsistenz der Handlung dort ist, weiß ich nicht, die ganze Handlung ist so im Moment noch völlig random. Ja, und dann fing es an, da mussten sie in der Milchstraße ja nur noch die Kastellane nehmen. Eine Idee an sich okay, aber jetzt schon wieder noch eine unbekannte Schutztruppe im Sinne von S. Noch wieder einen draufgesetzt. Jetzt mit der Erkenntnis, dass S nicht nur gut ist, sondern auch durchaus böse Seiten hat. Komisch wussten wir seit Anti-S eigentlich auch schon. Kokulon als Kaluria. Kokulon passt schon mal gar nicht. Wir hatten ja noch Fartulon in den Kaluria in der Atlan-Serie. Jetzt hätte sich Fartulon, zumindest wenn er selber weiß, dass er Kaluria ist und damit ein Lemura-Abkömmling, selbst wenn er nur rudimentäres Wissen seiner Vorfahren hat, hätte er an einigen Stellen das Wirken der Lemura in der Milchstraße erkennen müssen, als er seine Vorfahren waren. Hat Fartulon aber nie. Also auch wieder ein totaler Bruch im Kanon. Deswegen Kokulon als Kaluria zu bringen war Blödsinn. Hätte man auch gleich Fartulon nehmen können, das wäre in sich wenigstens unlogisch logisch gewesen. Ja, und dann irgendwo hat mit den ganzen seltsamen Handlungen dieses ungriffige, was ist der Cowporter, wie funktioniert er von innen, es ist wieder so parapsychische 3D, 4D, 5D, sonst was D, Welten, Pararealitäten, Schwurbelblups. Das geht schon wieder viel zu hoch. Das könnte man auch ein paar Nummern kleiner bringen. Dann wäre es nämlich packbar und greifbar geistig. Und in den Sand gesetzt haben sie es dann, als Atlan kam. Also das bisschen Struktur, das der Zyklus für mich bis dahin hatte, haben die letzten 5 Hefte des Zyklus komplett kaputt gemacht. Was zum Teufel sollte das sein? Also die letzten 5 Hefte der ersten Hälfte. Ja, und jetzt starten sie natürlich danach wieder schön durch. Aber irgendwie, ich sehe keinen Zykluszusammenhalt. Wo sollte der Zusammenhalt sein? Schön, es ist ein Carporter da und jetzt ist er frei und fliegt auf die Milchstraße zu. Eine echte Bedrohung lässt sich so nicht fühlen. Da ist kein echter Pep, kein echtes Grauen, nichts. Und wie gesagt, dazu die Romane, die an sich super geschrieben sind, aber irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, was mir fehlt, das habe ich letztens auf einem Stammtisch auch schon gesagt. Man mag an den alten Heften natürlich meckern, was man will. Und manchmal waren sie auch viel zu linear. Das kann sein. Trotzdem, einfach mal über 2 bis 6 Hefte, nicht immer eine gleichmäßige Menge, einfach ein kleines Untergeheimnis einführen und auch am Ende der Staffel auflösen und damit den Zyklus voranbringen. Also als Fazitnote für den Zyklus, Einzelhefte fast alle wirklich top. 1 bis 2, aber Gesamtzusammenhang des Zyklus, naja. Wir werden sehen. 4 bis 5, sie fangen gerade an, das zu tun, was ich befürchtet hatte, sie versemmeln es wieder. Dieselben Bedenken hatte der Markus auch mir gegenüber geäußert, dass er halt Angst hat, dass sie sich jetzt wieder verzetteln, als es mit Atlan angefangen hat. Ich finde auch die Atlan-Handlung oder den Atlan-Arc als den schwächsten Punkt vor der ganzen Sache, weil der halt auch in der Story total komisch gebaut ist und ich verstehe nicht, warum dann halt 5 Hefte Zeit gespielt wird.
bis man mal wieder irgendwie einen Fortschritt hat. Das ist ein bisschen lose so, aber das ganze Ding mit dem Carporter, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und dieses Nicht-Wissen, was jetzt eigentlich Phase ist. Was mir auch fehlt, das hast du recht, ist diese übergeordnete Bedrohung, so dass man halt nicht weiß, was jetzt eigentlich das Problem ist. Das hatte man irgendwie natürlich war es auch diffus, aber das hatte man zum gleichen Zeitpunkt bei Perry Rhodan, hatte man das schon ein bisschen mit dabei. Ne, weil zum Zeitpunkt 50 oder 30, 50 hatten wir schon die Fersunen mit drin, die Mörder der Materie, wir hatten die Kandidatin mit drin im Ring. So, da war dieser Gegenpol und dadurch, dass sie uns jetzt irgendwie die ganze Zeit so vorspielen, ist das Chaos jetzt wirklich das Böse? Ne? Was passiert mit dem Carporter, wenn er in die Milchstraße fällt? Da kann ich dich schon verstehen, aber ich finde jetzt so an sich wirkt der Zyklus auf mich viel nicht so nervös wie Mythos. Nicht so hier wie so Hemi, der zwischen den Büschen hin und her flitzt und einzelne Haselnüsse einsammelt. So hat sich das in Mythos angefühlt und hier fühlt sich das schon eher so ein bisschen gesettelter an. Hier habe ich so die Vermutung, dass sie einen Plan haben. Ob der Plan am Ende aufgeht, weiß ich nicht. Sven, wie sieht's bei dir aus? Ich bin da ziemlich bei dir, Chris. Also ja, Mario mag, mit Sicherheit hat er recht, so diese Querverbindung zur Serienvergangenheit, da bin ich einfach nicht ganz so fit wie du, Mario. Dass es da Unstimmigkeiten gibt, das mag 100% so sein. Wie gesagt, da bin ich aber lange nicht so fit wie du, dementsprechend wären mir solche Kleinigkeiten, aus meiner Sicht Kleinigkeiten, gar nicht groß aufgefallen. Ich finde den Cow Porter... Ja, der ist diffus und die Bedrohung ist auch diffus. Ich finde den super. Und ohne zu spoilern, ich sag auch gar nicht, was für ein Charakter, aber der neue Charakter, der jetzt gerade in den letzten neun, drei Heften eine Rolle spielt, den finde ich hervorragend. Und ich finde, der passt exakt genau da rein in dieses Thema. Mir macht der Zyklus erheblich mehr Spaß als Mythos. Und ich habe halt auch überhaupt gar nicht so das Gefühl, dass der so zerfasert, wie es Mythos getan hat. Wo ich dir oder euch recht gebe, ist der Atlan-Strang. Ob das jetzt in der Form sein musste, boah, ja, keine Ahnung. Weiß aber ich dann auch kommt nicht. Diese 31-43er, ne, dieser Verena Themsen, Rainer Castro-Roman und es haut dir so in die Fresse. Und du dürstest so, seit 10 Heften dürstest du nach einer Bully-Geschichte, nach dem fantastischen 31-34er, nach hier Unternehmen Sternstaub. Ja. Und dann wird Bully wieder genannt und dann ist es nur so eine... So ein Mist. Scheiße, ey, Mann. Ja, das ist doch das, was wir bei Mythos auch immer bemängelt hatten. Ich meine, im Prinzip ist es ja alles okay. Nur wenn ich eine Bedrohung aufbaue, dann muss ich diese Bedrohung auch irgendwo greifbar machen. Und sei es dadurch, dass ich sie in jedem zweiten, dritten Heft wenigstens in der Zusammenfassung des, was war vorher, irgendwie noch mit reinbringe. Und da waren sie früher halt einfach wirklich besser. Da hattest du einfach irgendwo einen greifbaren Gegner. Du hattest irgendetwas, was klar als böse definiert ist. Und das hast du im Moment einfach nicht mehr. Na, ich glaube, du hast natürlich recht. So, es ist nicht mehr ganz so greifbar und das macht es ein bisschen schwieriger als Leser. Da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, es ist ja gerade das Ziel, eben die Kautarchen als nicht mehr das absolut Böse darzustellen, dieses Schwarz und Weiß ein bisschen da rauszunehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bedrohung sich daraus entwickeln wird für die Milchstraße. Cow Porter landet jetzt in der Milchstraße und dieser Konflikt eben zwischen Kautarchen und Kosmokraten, die da ja irgendwas bauen, dass der ausbricht. Ich glaube nicht, dass der Cow Porter an sich die Hauptbedrohung ist. Ich glaube, der Konflikt, der sich daraus entwickelt, wenn der da strandet oder wenn er in der Milchstraße landet, dass das die große Bedrohung sein wird. Wo du recht hast, ist der Aufbau dessen. Da hapert es ein bisschen. Ich glaube auch, dass du da vollkommen richtig liegst mit dem Aufbau. Ja, ja, der Cow Porter wird keine echte Bedrohung sein. Ich glaube sogar eher, dass der Cow Porter uns am Ende noch den Arsch retten wird. Ich habe auch so die Vermutung, dass halt die Milchstraße ein bisschen so zum Battlefield zwischen Kautarchen und Kosmokraten wird. Dass da aus der Jodosphäre heraus die Kosmokraten aktiv werden und gegen den Carporter mehr oder weniger vorgehen und es dann halt für die Galaktiker ordentlich aufs Fressbrett gibt. Aber der Titel vom 3155er, und jetzt kommt ein Spoiler, ist das dritte Galaktikum. Ja, das hat sich aber schon angedeutet. Ja, also dass die Milchstraße geschlossen Front macht gegen die Bedrohung. Ja. Na, und das in der Kürze der Zeit wird das der Carporter sein, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten.
was auch immer die Bedrohung ist. Und genau das ist der Punkt, der mich so unheimlich abfuckt. Wir wissen nicht, was die Bedrohung ist. Und ich meine, wenn ich die Hefte in einem Rutsch lese, ne, wenn ich sie binge, dann funktioniert das. Dann funktioniert das hervorragend. Wenn ich sie aber Woche für Woche lese, da verliere ich irgendwann den Zusammenhalt und die Lust weiterzulesen. Also ich lese es auch aktuell so in 25er Blöcken. Also hat sich jetzt in der ersten Hälfte rausgestellt, dass die ersten 25 in einem Rutsch, auch halt, weil wir den Podcast so angelegt hatten, so gemacht habe und dann halt den zweiten jetzt auch wieder. Das hat sich ganz gut gemacht. Und da glaube ich auch, dass die Leseerfahrung an sich da einfach eine bessere ist. Ja, aber das ist genau etwas, was eigentlich bei einer wöchentlichen Serie so nicht passieren sollte. Ja, das stimmt schon. Ja. Da kann ich dir folgen in der Argumentation. Aber ich denke, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube sogar, der Mario kaut ein bisschen auf seinen Fingernägeln, wie es weitergeht und ob der Zyklus doch noch gerettet wird. Doch, komm, nicht ein bisschen. Nein, schon wieder. Bist du schon wieder Anti-Mario? Ich habe jetzt seit der 49 nicht mehr weitergelesen und ich habe irgendwie null Turn dazu, mir überhaupt noch ein Heft in der Hand zu nehmen. Ich bin einfach sauer. Dann lassen wir den Mario ein bisschen sauer sein. Ich bin ganz positiver Dinge. Ich glaube, der Sven auch. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und bitte verzeiht es, unser Periroden wird auch in Zukunft im Weltendieb eine große Rolle spielen, weil wir halt alles ein bisschen im Hiebe haben zurzeit, was Periroden angeht. So, dann würde ich euch einfach auffordern, wenn ihr das hier gehört habt, wenn ihr mitgelesen habt oder halt in Zukunft auch hier im Blog oder im Podcast dabei sein wollt und Feedback geben wollt, dann könnt ihr das tun an info@weltendieb.com oder halt an die Redakteure, also an Sven, Florian, Chris, also ich oder Mario oder Gundel oder Dominik. Dann könnt ihr einfach den Vornamen nehmen und dann @weltendieb.com und dann kommt er auch da raus. Wenn ihr die E-Mail-Adressen sucht, die sind auch alle auf der Seite. Wenn ihr da in die Vorstellungsartikel der entsprechenden Redakteure geht, könnt ihr dort auch immer die Social-Media-Accounts von den Leuten sehen und könnt dort auch den Leuten eine E-Mail schreiben. Wir machen uns dran, dass es demnächst eine weltendieb.com Goodreads-Gruppe gibt, wo wir uns dann alle treffen und über Bücher abnerden können. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Social Media, also Instagram, Twitter, Facebook. Ja, und halt auf Goodreads für die einzelnen Accounts. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir hatten sehr, sehr viele Themen heute. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal auch wieder so ein wildes Potpourri wird. Und freue mich schon, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen beim Weltendieb. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao, Mirau. Tschüss.